Sieht so ein bisschen aus, als... Naja. Was? Ich habe jetzt das Gespräch abgebrochen. Na super. So schön. Es hat auch immer am meisten Spaß gemacht in Black Flag. Irgendwo rumfahren. Albany. Okay. War ich irgendwann mal in Albany? Das weiß ich jetzt nicht. Oh, das ist vielleicht schlecht. Da können wir hoch. Ja, sieht man. So schnell kommt man an so kleinen billigen Wachen vorbei, die nichts lieber tun, als einen anzugreifen, weil man ihr in einem stumpfzigen Sperrgebiet ist. Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der. Apropos Lawrence Washington. Seit ihr ihn eliminiert habt, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Templerwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. Unentdeckt in den Kongress einschleichen. Möchte. So weit geht das. Ja? Habt doch bestimmt Bock, euch gegenseitig zu delirieren. So macht man es nämlich. Und du bekommst jetzt einen Schlafpfeil ab. So. Und schon bin ich da. So macht man das. Der ist auch in Assassin's Creed 3 vorgekommen. Das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript. Oder weiß, wo es ist. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit. Durch einen Parlamentsbeschluss, der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr, auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja,
Aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu elektrifizieren. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrobe gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant. Riskant? Ah. Ich bedauere. Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Du dummgesichtiger Lumpensack in Uniform. Eile noch vor Frederick und sag Master Wardrobe, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Der Rotrock-Captain darf Wardrobe auf keinen Fall erreichen. So. Und jetzt zu Wardrobe und dem Manuskript. Shit. Der darf mich nicht sehen. So. Wie komme ich da rein? Hey! So, bevor er mich sieht. Na, ich glaube, wir haben die meisten so abgehängt. Würde ich so sagen. Hey, ich weiß, dass es Sperrgebiet ist, aber es hat mich nicht interessieren. Weil ich bin... megamäßig coole Assassine. Ja. Megamäßig coole Assassinen halten sich nicht ans Sperrgebiet. So. Da unten ist der. James Wardrobe töten. Machen wir doch gerne. Na, du hörst mich? Bist du jetzt weg? Ich hab noch zwei. Der eine gehört ihnen da oben.
denn? Der macht am meisten weg. Wieso haut er denn jetzt ab? Nein! Na super. Das war jetzt nicht so, was ich wollte. Ja. Ach, ich verliere auch meine Berserker-Pfeile. Ja, schön zu wissen. Oh! Ernsthaft? Naja, so geht's auch. Du Templerhund. Nein! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann! Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Wie frei werdet ihr sein, wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben? Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist, ist niemand sicher. Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Okay. Ich würde sagen, wir sollten mal abhauen. So ganz. Nachladen. Hey. Mission abgeschlossen. Ja. Das Luftattentat hat nicht so ganz funktioniert. Aber egal. Kann ich jetzt dahin eigentlich Schnellreise machen? Zack. Ne. Ich muss zu meinem Schiff zurück. Aber das kriege ich auch noch hin. Das sieht schrecklich aus, die Texturen. Ich bin zu verwöhnt. Ich bin viel zu verwöhnt. Ja, die Texturen sehen wirklich schrecklich aus. Mehr kann man dazu nicht sagen. Vielleicht hat er ein paar Berserker-Pfeile mit. Ja, Rauchbomben. Ein Schlafpfeil, ein Berserker-Pfeil. Super. So macht man das.